das erste, quasi erste Solana-NFT, das war der Degen Ape Club. Das war auf der Solana-Blockchain und da haben die NFTs, da gab es auch $10.500 im Mint gekostet. Ich habe es dann geschafft, irgendwie so 5-6 Stück zu minten, als der Launch war. Und dann habe ich im Aftermarkt für so $60.000 nochmal weiter ganz viele für $500 gekauft. Und 3 Wochen später, wo dann der NFT-Hype angefangen hat, waren die Dinger statt $500 beim Mint oder ich glaube $300 beim Mint jeweils mindestens $10.000 wert. Und dann hatte ich auch ein, zwei super seltene. Dann hatte ich auch ein, zwei super seltene, die dann, eins hatte ich für $200.000 verkauft und so weiter. Du hast für 60.000 zum Stückpreis von 500 diese komischen Apes da gekauft. Und diese sind dann von einem 500er Stückpreis hoch auf 10.000 gegangen. Genau, sind sie losgeworden zu einem guten Preis. Also faktisch Millionen damit verdient. Ja,